Ich habe gestern Abend noch bei Wolf Info Aktuell mich mit eingeklinkt, um ein paar Informationen, auch wenn die sehr traurig sind, diese Informationen an die Familie Not zu geben, die gestern dort berichtet hat, dass eben ihr Fohlen gerissen wurde und jetzt hofft, dass es auch ein Wolf war, so sagte sie, damit es dann auch Entschädigung oder viel eher Förderung für den Zaun geben würde. Darum ging es ihr eigentlich, dass sie den Zaun dann befördert bekommt. Ich habe mich dann dort eingeklinkt und habe dann einfach nochmal beschrieben, was das hier in Niedersachsen bedeutet und was das auch für sie bedeuten wird. Wenn sie also auf all den Weiden, die die Familie Not dort betreibt, wie sie es gesagt haben, ein Gnadenhof, der auch viele andere Tiere hat, wirklich einen sogenannten Grundschutz oder Grundsicherung für Wolf einrichten möchte, dann kann sie sich von ihrem gesamten Ersparten erstmal verabschieden. Denn der Aufbau dieser Zäune wird bereits fast alles verschlingen, was an finanziellen Möglichkeiten da ist. Sie kriegen auch keine hundertprozentige Förderung, auch von dem Zaun müssen sie einen Teil bezahlen. Sie werden dann Unmengen an Arbeitszeit, an Kosten in die Pflege und den Erhalt dieser Zäune stecken müssen und werden merken, dass es genauso wenig in Hessen wirken wird wie hier. Denn wir Weidetierhalter können mit dem Ergebnis nicht leben. Wenn solche Zäune errichtet werden, dann ist es nämlich elementar wichtig, dass der Wolf dort nicht reinkommt. Denn wenn er dort einmal drin ist, dann können die Tiere eben auch nicht mehr raus und es kommt zu diesen Massakern. Das ist eben die Kehrseite dieser Zäune. Wenn solche Zäune errichtet werden, bedeutet das nicht nur unendliche Arbeit und Kosten, um den zu erhalten, sondern es heißt auch für die Wildtiere, die natürlich dort lebende Tierbevölkerung, massive Schmerzen, die hinzugefügt werden. Jeder Igel, jeder Hase, jeder Fuchs, alle kommen sie an diese Zäune, auch die eigenen Nutztiere kommen in diese Zäune und werden dann diese Zäune genauso meiden, wie es der Wolf ja soll. Wollen wir das? Betreiben wir deswegen Weidetierhaltung? Ist das wirklich der richtige Weg? Und ihr werdet erleben, dass auch die Anzahl der Risse nicht wirklich zurückgehen wird. Wir haben in Niedersachsen jetzt 382 gerissene Tiere, wo nachweislich Wolf als Verursacher rauskommt und nachweislich auch hinter geschützten Zäunen. Das steht dabei. Grundschutz vorhanden? Ja. 382 Tiere. Wir haben den 332. oder 23. Tag des Jahres. Also mehr als ein Tier stirbt in Niedersachsen am Tag hinter einem solchen Grundschutz. Und in der Güterabwägung ist das aus meiner Sicht nicht darstellbar, nicht zu rechtfertigen. Wir können auf unseren Weiden die Folgen der völlig durchgeknallten Wolfspolitik nicht mit zusätzlicher Arbeit und zusätzlichem Geld einfangen. Das funktioniert nicht. Das würde niemals funktionieren. Wir haben es probiert und wir sind alle damit gescheitert. Nirgendwo kann man ruhig schlafen, nur wenn man diesen Grundschutz erreicht hat. Der Grundschutz ist kein Schutz vor dem Wolf. Es ist schlicht und ergreifend das Erreichen eines juristischen Levels, um in diese Situation zu kommen, Billigkeitsleistung zu bekommen und nicht Angst haben zu müssen, dass man nachher noch angezeigt wird wegen Tierquälerei, weil man eben seine Tiere nicht richtig gehalten hat. Aber faktisch wird es die Tierhaltung, die Weidetierhaltung abschaffen. Das gilt jetzt für Hessen. Das heißt, das Ende der Weidetierhaltung ist da. Die Leute können ihre Tiere nicht einzäunen. Es ist unmöglich, gegen diese Wolfsdynamik, die wir gerade haben, in der Population anzukämpfen. Das kann man nicht bei den Tierhaltern ablassen. Gesetze wurden von Menschen gemacht und können nur von Menschen wieder verändert werden. Die Politik muss hier handeln. Dafür wird sie bezahlt. Sie muss Rahmenbedingungen setzen, dass die Weidetierhaltung, wenn sie denn gewollt und gewünscht ist, auch stattfinden kann. Und nicht die Weidetierhalter als dumm, unfähig und unwillig darstellen und von ihnen zu erwarten, dass sie sich komplett ruinieren, und zwar auch gesundheitlich, nicht nur finanziell, und dann am Ende dazustehen, wo sie gleich stehen konnten, bei der Erkenntnis, dass sie die Weidetierhaltung aufgeben müssen, wenn der Wolf sich weiterhin so verbreiten darf. Die Politik muss endlich handeln, auch in Hessen. Macht das der neuen Regierung dort klar.